So, Coffee Time, gute alte Zeit mit echten Bohnen, damit es keine bohnenlose Gemeinheit wird. So. Denn davon gibt es ja viel, auch in Zeiten des billigen Arabica-Cafés. Ah, ja. So. Die typisch menschliche Angeberei war damals noch keine Tragödie. Denn Geld, das ja immer der eine hat und der andere nicht, spielt bei Spielsachen der Marke Eigenbau kaum eine Rolle. Angegeben wurde mit der Größe des Drachens, mit der Länge des Schwanzes, der Schönheit der Verzierungen und natürlich mit der Länge der Schnur, die man auf der Holzhaspel hatte. Reichte der Wind aus, spielten wir, wer am schnellsten Schnur ablassen konnte und, sagen wir mal, beim Zählen bis 20 den Drachen am höchsten in die Luft bekam. Das schnelle Ablassen der Schnur ging am besten, wenn wir die Haspelgriffe sich nur in den hohlen Handflächen drehen ließen. Dabei rutschte einem das schwere Ding schon mal ab, das war ja Vollholz, das schwere Ding schon mal ab, und der Drachen ging stiften. Und dann sausten wir mit dem Wind um die Wette hinter der Haspel her, konnten froh sein, wenn sie sich an einer Stoppel im Stoppelfeld verhakte. In der Regel aber mussten wir darauf treten oder uns gar darauf werfen. Das für die Wäsche zuständige Familienmitglied freute sich natürlich mit uns, wenn wir von oben bis unten Lehm verschmiert und Stroh verziert, stolz berichteten, dass wir das Ding noch eingekriegt hätten. Weil so schnell rennen konnten wir. War der Drachen aber einmal gestiegen, spielten wir, wer den seinen bei den wechselnden Niederrheinwinden am längsten oben behielt. Ein anderer Wettbewerb war, wer am weitesten mit der Haspel in der Hand in Richtung des Drachens rennen konnte, ohne dass der abstürzte, denn die Leine hing ja durch. Die Schnur hing dann durch, der Drachen taumelte und wenn es nicht genug Wind gab, nützte das ganze Gewicht des Schwanzes mit seinen Verzierungen nichts. Dann kippte die schwere Oberseite nach unten und wir rannten so schnell wir konnten wieder zurück, um zu verhindern, dass der empfindliche Eigenbau nicht aufs Stoppelfeld knallte. Und wenn, dann nur so langsam, dass er nicht in die Brüche ging oder die Stoppeln das Transparentpapier durchstachen. Ein besonderer Nervenkitzel bestand darin, dass das zur Straße und zum Rhein hin leicht abschüssige Feld so groß gar nicht war. Wenn wir beim Drachen-Taumel-Wettbewerb zu weit hinunterrannten, stürzte der Flugkörper nämlich nicht mehr auf den Acker, sondern blieb in der Stromleitung hängen. Oder noch schlimmer, landete auf einem der Dächer oder im Garten eines der Häuser auf der anderen Straßenseite.